Moin, willkommen im Bibelzentrum Schleswig. Herzlich willkommen im Bibelmuseum der Uni Münster. Ein herzliches Grüß Gott hier in der Bibelgalerie Meersburg, dem Bibelerlebnismuseum am Bodensee. Ei, gute Bi, komm mal mit ins Bibelhaus Erlebnismuseum Frankfurt. Guten Tag und herzlich willkommen im Bibelzentrum Barth, fast ganz im Norden in Mecklenburg-Vorpommern. Grüß Gott, Bibelmuseum Bayern, Nürnberg. Herzlich willkommen hier im Pfälzischen Erlebnis Bibelmuseum in Neustadt an der Weinstraße. Herzlich willkommen bei der von Kantsteinschen Bibelanstalt in Berlin. Grüß Gott, im Diorama das Bibelmuseum Stuttgart. So sieht ein biblisches Buch vor 2000 Jahren aus, als alles anfing. Die spannendste Bibel bei uns im Neustadter Bibelmuseum ist natürlich die Neustadter Bibel. Was die Bibel so besonders macht, es ist die erste mit einer Verszählung. Die Gumbertus-Bibel ist knapp 800 Jahre alt und bei uns kannst du es jede Seite umblättern, digital, und zu jedem Bild bekommst du eine Information. Das Bibliorama ist ein Bibelmuseum fast ohne Vitrinen. Die Bibel wird im Bibliorama dreidimensional aufgeschlagen. 1588 wurde die erste Bibel für Pommern gedruckt. In Barth. Das ist sie. Ich genieße meine Arbeit hier im Bibelzentrum an diesem Kraftort mit dem Kraftbuch Bibel so sehr, weil sie so vielfältig ist und so viel Freude macht. Im Bibelmuseum Münster kommt alles zusammen. Wissenschaft, Geschichte und Glauben. Und tatsächlich arbeite ich deswegen sehr, sehr gerne hier. Ich arbeite gerne in der Bibelgalerie, einem Bibelmuseum, in dem jung und alt, klein und groß, gerne kommen und eintauchen in die Welt der Bibel und mit leuchtenden Augen wieder gehen. Ich arbeite total gerne in der Berliner Bibelgesellschaft, weil ich das Glück habe, hier den ganzen Tag mit dem spannendsten Buch in einem super kreativen Team zusammenzuarbeiten. Dreh- und Angelpunkt der Bibel ist für mich die Liebe. Die Nächstenliebe bis hin zur Feindesliebe. Wir Menschen sind Kinder Gottes. Mein Lieblingsgedanke in der Bibel: Der wahre Friede ist da, wo Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. Wichtig ist mir immer neu zu erleben: Gott ist da, Gott geht mit, Gott begleitet mich auf meinem Lebensweg. Das Spannende an der Bibel zeigt sich: Gottvertrauen lohnt sich. Sie haben einen Knochen gefunden mit einem Nagel, 2000 Jahre alt. Hier drin beginnt das Reden mit Gott zu leuchten. Entdecke es selbst. Unser Schatz, 500 Jahre alt, Münzen, Fälschung und so kostbar, dass ich ihn dir nicht zeigen kann. Du musst vorbeikommen und ihn dir anschauen. Ein besonderer Schatz bei uns im Haus ist das Faksimile der Pamplona Bibel, eine Bilder-Comic-Bibel aus dem 12. Jahrhundert Spaniens. Thank you.
Der Prophet Jeremia beeindruckt mich, weil er so mutig die Wahrheit spricht. Lydia ist Purpurhändlerin in Philippi. Hier meine liebste Person, denn sie ist die erste Christin Europas und führt ihre Gemeinde kraftvoll und liebevoll. Einer der für mich spannendsten Figuren der Bibel ist Noah. Nicht nur, weil er die Arche gebaut hat, sondern auch, weil er der erste Weinbauer war. Und wir in der Pfalz sind ja bekanntlich ein Weinanbaugebiet. König David war auch Musiker und sang und sprach in Beziehung zum lebendigen Gott. Maria Magdalena, sie hat die unglaubliche Botschaft gesagt, Christus ist auferstanden. Jesus ist oft mit dem Boot gefahren. Probiert es doch auch mal aus, hier bei uns oder auf dem Jesusboot auf der Schlei. Wenn man bei uns zu Besuch ist, kann man biblische Geschichten nicht nur lesen, sehen oder hören. Nein, man kann sie auch erleben, in-game, in Minecraft. Im Bibelmuseum kann man die virtuelle Realität erleben und die Textgeschichte des Neuen Testaments kennenlernen. Die Bibelgalerie Meersburg nimmt mich staunend hinein in Jahrtausende alte Geschichte. Bei uns kann man beim Sandspielen das Geheimnis der Rollsegel entdecken. Neben all den vielen Bibeln im Bibelzentrum Barth gibt es vieles bei uns, was man anfassen, ausprobieren oder puzzeln kann.